Müsste doch was besser hören. Weiß ich nicht, soll ich hier noch ein paar Türme setzen, dass man noch ein bisschen rumzieht, oder? Wie gesagt, wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Ihr könnt euch da wirklich kreativ austoben, wie ihr das in Laune habt. Du brauchst auch nicht nachfragen, sondern wirklich einfach macht. Segnet, unsere Wassertröge werden wieder voll. Yeah. Ja gut, wir haben aber immer noch, uns fehlen immer noch zwei Schildkrötenpanzer, damit wir die nächsten beiden setzen können. Und das schon dann irgendwie seit Beginn an. Wir müssen bald mal wieder zum Strand gehen. Mal auf Tour gehen oder so. Dann können wir das doch mal jetzt eigentlich machen, weil wir sind jetzt eh in der letzten Folge. Wir haben jetzt 5:09 und wir sagen, so 20 Minuten machen wir noch. Dann lass uns doch gleich mal treffen und rausziehen. Kannst du wo stehen? Wenn ihr da Lust habt. Können wir machen, ja. So zwischendurch mal einen kleinen Ausflug. Weil dann wird es auch nicht langweilig. Also wenn wir wirklich an 20 Folgen hintereinander nur bauen. Ja, wir haben ja jetzt nicht nur gebaut. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber seit in dieser Session haben wir eigentlich fast nur noch gebaut. Also ich habe jetzt alles voll gekönnt. Dann machen wir auch nochmal eben voll. Essen. Ja, ich habe auch noch Essen. Hier vorne am Strand kommen gar keine Schildkröten, ne? Keine Ahnung, warte, ich gehe kurz noch was zu trinken für mich holen. Damit wir mal so ein bisschen Vorrat haben. Zack, zack, zack. Lieber ein bisschen was mitnehmen. Dann können wir uns vorne ja mal treffen. Wir sind alle schon hier. Die haben mir eben so die Rüstung runtergehauen. Ich hatte die Mutantenrüstung fast voll, jetzt habe ich nur noch zwei. Ich habe gar nichts mehr an Rüstung. Natürlich gut bei dem Sound. So, dann... Naja, da ist wieder was Großes. Ja. Ja, ich weiß. Zwei Multifester. Es sind drei. Drei große. Drei das große, drei eins, zwei, drei... Hallo? Hilfe. Das sind Minimum 4 oder 5 kleine. So viel zum Thema, wir gehen ein bisschen spazieren. Da kommen wir schon, ne? Das wird wahrscheinlich doch eher was für die... Ja, wenn wir dann die nächste Aufnahme-Session machen, müssen wir gucken, wann wir die machen. Ich würde die, keine Ahnung, nächste Woche Montag, Dienstag setzen. Ja, da habe ich auch dann wieder später, müsst ihr ja noch nicht verzichten. Achso, ja gut, okay. Ja, oder jetzt am Freitag. Ne, Freitag jetzt nicht. Vielleicht Freitag jetzt, ich weiß es noch nicht. Wann und wie, wenn man. Ja, ich muss sagen. Samstag ist Rennen. Ja, Samstag bin ich unterwegs. Sonntag habe ich auch Rennen. Donnerstag habe ich Rennen. Ja, dann eventuell morgen Abend. Oder? Wenn er da hat, der könnte alles. Oder kannst du das wieder nicht tun, wie alles, Markus, ne? Ne, morgen Abend ist Classic.
Ja, dann wird das erst nächste Woche. Dann müssen wir nächste Woche ohne Markus anfangen machen. Aber Montag, ja, ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir Montag ohne Markus machen. Ist ja nicht so schlimm. Bin ja. Ich halt nur wieder mal dabei. Ja, schön wohl. Ich flippe ja da nicht so aus wie andere. Ja, alles gut. Sind die tot? Ja, ne? Es wird dunkel. Wie gesagt, morgen Abend kann ich nicht. Nee, klar, morgen Abend geht ja nicht. Weil wenn zwei Leute morgen nicht können, ist das scheiße. Ach nee, warte, Quatsch, morgen ist Donnerstag. Nee, was haben wir? Morgen ist Mittwoch, heute ist Dienstag. Ne? Wieso komme ich dann darauf, dass morgen Samstag ist, bitte? Schön wär's. Dann hätte ich Wochenende. Ja, ich glaube, im Dunkeln los ist jetzt auch blöd, ne? Richtig, und das wollte eigentlich der. Die so die Idee. Wir könnten theoretisch schlafen. Verbrenne ich mal ein paar Leichen hier. Will ich kurz speichern? Ach, du zeigst dich mal wieder von einer netten Seite, meinst du? Du verbrennst mich jetzt? Ja, weil du ein paar Leichen verbrennst. Natürlich. Aber sowas von. So. Ein bisschen Knochenrüstung bauen. Ach, das geht auch? Okay. Mhm. Mhm. 6 Knochen und 3 Stückchen Stoff. Ich glaube, die ist sogar noch stärker, ne, als die Mutantenrüstung, ne? Nee. Also wenn wir jetzt wirklich noch mal losmachen müssten, war jetzt schlafen, weil wir könnten schlafen gehen. Und ja, wir sammeln noch eben die Knochen hier ein. Ja, gut. Wir können auch unten schlafen, ja. Gleich noch das Spiel retten. Ja, genau. Habe ich gerade auch gemacht. Können wir kurz machen. Das war Tag 24 mittlerweile. Das hier ist wirklich eins zu eins aus dem Englischen übersetzt. Und warum rennst du jetzt auf der Stelle hier? Vielleicht muss er auf der Toilette. Mal wie die Lage draußen aussieht. Momentan ist alles ruhig. Zieh ich wenigstens ein bisschen Echsenrüstung an. Na gut. Du willst hier bleiben? Okay. Ja, denkt dran, Tür zu machen, damit nicht irgendwelche unbegebene Gäste reingehen, während wir spazieren sind. Und dann. Hallo Mann, los! Weißt du, wo lang? Am besten hinten da zur Yacht, ne? Das ist egal, können wir machen. Haben wir nicht auch schon die Karte? Ja. Die haben wir doch vor, keine Ahnung. Aber das war die Höhlenkarte, nicht die normale Karte. Nee, das ist beides. Wenn du in der Höhle bist, zeigt er dir die Höhlen an und wenn du oben bist, oben. Okay. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier einfach dann gleich rechts abbiegen, dann müsste doch eigentlich irgendwie da der Strand kommen, ne? Schon voll lange her.
würde ich jetzt einfach mal so behaupten, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hör mal, jugendlich? Ja, natürlich. Also. Wusste nicht, dass man mit knapp 50 noch jugendlich ist. Aber gut. Naja, also 50 jetzt noch nicht, ne? Also fast 40 bitte. Ja, das ist gut. Ich mache hier noch ein paar Bären mit mir. Ja. Mit der Stimme eines jungen Hüpfers. Nein, die Stimme, die täuscht tatsächlich immer so ein bisschen über das Alter hinweg. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich sehe auch noch nicht wirklich aus wie 40. Da ich nicht weiß, wie du aussiehst, kann ich da tatsächlich nichts zu sagen. Da habe ich gute Gene abgekriegt, Gott sei Dank. Also ich bin teilweise mit 25 noch angehalten worden und dann haben die mich gefragt, ob ich überhaupt schon einen Führerschein hätte. Das hast du gesagt? Nein, habe ich nicht. Ja, das ist, das habe ich dann so gedacht, das kommt vielleicht nicht ganz so gut an, ne? Ja, kommt auf an, wie die Polizisten da drauf sind. Ach so, Jan, die Container sind hier, da müssten doch auch eigentlich Schildkröten kommen, oder nicht? Mhm. War in den Containern nicht auch irgendwas drin? Ich weiß es gar nicht, ob da was drin ist. Wollen wir mal nachschauen, wenn wir schon hier sind? Können wir machen, ja. Aber eigentlich müssten eigentlich auch hier ist nochmal Seil. Ich kann nicht nochmal Seil tragen. Also falls noch jemand Seil braucht, da vorne ach, im Boot, ne? Seil. Ja. Ja. Ein Leguan, der einen Hasen jagt, auch geil. Ich weiß nicht, ob hier Schildkröten sind. Das weiß ich auch, so kenne ich es auch nicht, aber. Also ansonsten, wenn wir jetzt ein Stückchen weiter links runter gehen, da kommen auf jeden Fall welche. An der Yacht. Hier sind irgendwelche Pappkisten drin. Mit Computerteilen. Ja. Also eher uninteressant. Hier liegen noch ein paar Dosen am Strand rum. Da sind doch noch mehr Container, Kev. Ja, ich weiß, es war aber nur der eine jetzt. Hier liegt etwas. Was haben wir hier? Eine Lieferliste. Ist die wichtig? Ja, bestimmt für die Story, ne? Meinst du eine Ladeliste für die vom Flugzeug? Ja. Ach guck, hier ist eine Schildkröte. Hier scheint hier schon mal gewesen zu sein, weil hier stehen überall diese Kletter. Aber die Masten, die gehören zum Spiel. Welche Masten? Da, wo man hochklettern kann, diese Dinger da. Die kann man selber gar nicht bauen. So einen Schildkrötenpanzer habe ich auf jeden Fall. Den bauen. Perfekt, dann haben wir da schon mal abgearbeitet. So, ich glaube, ich habe auch alle. Ich schau mal den Computer dran, ja. Ja, zehn Gegner? Nee. In der Nähe müsste auch irgendwie die Unterwasserhöhle sein, wo man da diese neuen Baupläne kriegt. Okay. Aber da brauchst du das Atemgerät zu. Gut, das habe ich nicht. Ganz klappt du den Vogel verfehlt. Ich wollte den Vogel jagen, aber.
Kann man die überhaupt nicht, ne? Die kann man, glaube ich, gar nicht. Aber die kriegst du auch ganz gut mit dem Katana, teilweise. Oder das Fleisch kannst du halt nicht aufhängen, das ist mal ein bisschen doof. Mit den Schildkröten hier mal mit, die Schildkröten kommen. Mhm. Das ist auch eng. Hängen wir auf. Ja, also haben wir einen Schildkrötenpanzer auf jeden Fall schon mal mitgenommen, ja? Aber nicht beide sogar? Ja.